Sehr verehrte Damen und Herren, mein Name ist Georg Fitzler. Ich bin hier der geschäftsführende Pfarrer an dieser Kirche. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zur Uraufführung des Requiems von Tilman Heiland hier in der Ludwigsburger Friedenskirche. Diese Kirche war einmal eine Garnisonskirche, dem Militär zugeordnet. Nach den beiden katastrophalen Weltkriegen des letzten Jahrhunderts wurde sie 1947 umbenannt zur Friedenskirche. Sie sollte nie mehr dem Militär dienen, nie mehr all dem, was mit Feindschaft und Kriegen zu tun hat, sondern im Gegenteil, diese Kirche sollte fortan all dem dienen, was den Frieden fördert. Dieser Name ist Verpflichtung und Programm. Dona Nobis Pacem heißt das Werk, welches hier heute Abend zur Aufführung kommen soll. Übersetzt heißt das Gib uns Frieden. Und dieser kleine Satz, Gib uns Frieden, verbindet sich in unserem Herzen mit der Sehnsucht nach Frieden in ganz unterschiedlichen Lebensbereichen. Gib uns Frieden in unserer Welt, in der uns fast täglich Kriegsnachrichten erreichen, sodass manche Menschen gar keine Nachrichten mehr hören möchten. Gib uns Frieden in unseren Familien, an unseren Arbeitsplätzen, zwischen rivalisierenden Jugendgruppen, zwischen verfeindeten Nachbarn.